Ja, in dieser Übung 1 haben wir drei Teilaufgaben und in jeder Teilaufgabe haben wir immer so ein Set an Vektoren. In dieser ersten Teilaufgabe ist es zum Beispiel dieser Vektor, dieser Vektor, dieser Vektor und jeweils die Stauchungsstreckungsfaktoren vor diesem Vektor. Und jetzt gibt es immer unterschiedliche Aufgaben, die wir hier zu erarbeiten haben. Zum Beispiel bei A ist es so, wir sollen zeigen oder wir sollen den Parameter A finden, der variabel ist jetzt und hier in dem ersten Vektor drin steckt. Und den sollen wir so wählen, dass lineare Abhängigkeit besteht für R gleich 1. Das heißt, es sind ein paar Sachen gegeben, ein paar Sachen nicht gegeben. Und wir sollen das jetzt irgendwie so ein bisschen probieren aufzudröseln und eben letztendlich ein A finden, dass man hier einsetzt und dass sozusagen die Vektoren linear abhängig sind. Das heißt, diese drei Vektoren alle in einer Ebene zum Beispiel liegen und somit komplanar sind. Bei den anderen, da komme ich dann gleich drauf zu sprechen, gucken wir uns einfach erstmal das erste an. Wir sehen hier die Linearkombination aus drei Vektoren mit ihren Faktoren. Und wenn die gleich 0 sind hier, dann habe ich hier also einen Vektor, eine Vektorgleichung. So, jetzt gibt es einen Unterschied zwischen, ich finde ein RST so, dass eben dieses RST ungleich 0 ist und diese Gleichung gelöst ist. Wenn es ein RST gibt, das ungleich 0 ist und somit die Gleichung gelöst ist, dann sind diese Vektoren linear abhängig. Kann ich aber dieses lineare Gleichungssystem nur mit einem RST gleich 0 lösen, das heißt R ist gleich 0, S ist gleich 0, T ist gleich 0, dann sind diese Vektoren linear unabhängig voneinander. Okay, so weit, so gut. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch mal grafisch an. Sagen wir mal, wir nehmen diesen Vektor hier, so wie er ist. Hier steht zwar eine Variable a drin, aber sagen wir mal, wir setzen a mal gleich 1. Und wir nehmen diesen Vektor und diesen Vektor. Dann nehmen wir erstmal den zweiten und dritten Vektor. Die beiden sind ja quasi nicht irgendwelche Annahmen mit a gleich 1. Wir sehen das hier noch mal. Diese beiden Vektoren sind wirklich vollständig mit Werten besetzt. Bei dem ersten Vektor ist eben das a, was hier variabel ist. Diese ersten beiden Vektoren sehen so aus. So. Und diese beiden Vektoren, wenn du dir die anguckst, dann siehst du, dass die eine Ebene aufspannen. Das heißt, hier könnte ich so ein Brett reinlegen oder was auch immer und dann könnte ich auf dieser Ebene alle möglichen Punkte, ja, könnte ich dann erreichen. Es ist also sozusagen eine aufgespannte Ebene durch diese beiden Vektoren. Und die Frage ist jetzt, wenn jetzt noch dieser dritte Vektor dazu kommt, dann ergibt sich jetzt sozusagen ein Raum dadurch oder liegen die alle drei in einer Ebene? Das wäre nämlich problematisch. Wenn die alle drei in einer Le Ebene liegen, dann wäre es komplanar, da hätten wir lineare Abhängigkeit. So, ich zeige den mal an und ich zeige dir auch nochmal, ich habe diesen Vektor jetzt hier halt so gewählt, dass ich für das a erstmal eine 1 eingesetzt habe. Das soll uns aber erstmal nicht weiter stören. Es soll erstmal ja nur gucken, wie könnte dieser Vektor aussehen. Mit a gleich 1 würde der Vektor so aussehen und ich hoffe, du siehst, dass die jetzt nicht in einer Ebene liegen. Ne? Also ich kann die jetzt nicht so verschieben, dass die jetzt alle drei in einer Ebene liegen. Das ist nicht möglich. So, ne? Ich kann jetzt hier so hin und her wechseln, das funktioniert nicht. Das heißt, diese drei Vektoren spannen gemeinsam einen Raum auf, genauso wie es ja auch die Koordinatenachsen tun. Die spannen ja auch einen Raum auf und genauso spannen diese Vektoren genauso gut eigentlich einen Raum auf. Das bedeutet, man kann mit diesen drei Vektoren, so wie ich sie jetzt hier gerade gewählt habe, jeden möglichen Punkt im Koordinatensystem erreichen durch eine Linearkombination. Das heißt, die sind linear unabhängig. So, was ist denn jetzt eigentlich das Problem an diesem Vektor R? Warum liegt der jetzt nicht in der Ebene mit S und T hier? Ja, warum liegt der nicht in einer Ebene mit S und T? Weil er nicht steil genug nach oben geht. Bedeutet also, ich lege mir mal S und T hier so in eine Ebene, ne? So, und R ist jetzt nicht steil genug nach oben. Das heißt, ich verändere jetzt hier einfach mal den Wert, hinten den A-Wert von 1 auf 2. Zack. Und schon siehst du, springt der in die Ebene rein. Jetzt habe ich natürlich jetzt hier so ein bisschen Try and Error, ne, hatte ein bisschen Glück, dass das jetzt hier gleich geklappt hat. Und ich wusste natürlich das Ergebnis auch schon. Aber du siehst ja, dass jetzt diese drei Vektoren in einer Ebene liegen. Und das bedeutet komplanar. Und das bedeutet eben auch, dass diese in diesem Moment linear abhängig sind. Das bedeutet, wir haben die Lösung schon gefunden. Das heißt, für a gleich a gleich 2 liegen die alle in einer Ebene. Da hat man also lineare Abhängigkeit für a gleich 2. Okay, gucken wir uns das Ganze mal rechnerisch an. Hierbei ist es ja so, dass wir eine Vektorgleichung hier haben, ne? Also es ist jetzt ja hier mit Vektoren eine Gleichung, ist gleich der Nullvektor. Und jetzt sucht man sich erstmal die Gleichung raus, die man am einfachsten schön aufstellen kann. Und das ist hier, dadurch, dass hier eine 0 vorne steht, kann man sich erstmal nehmen, minus 3s plus 3t ist gleich 0. So, das schreibe ich mir schon mal raus. Dadurch kann ich einfach umstellen und sagen, t ist gleich s. Das ist schon mal gut. Dann hat man hier noch eine 0. Das heißt, man könnte jetzt hier auch sagen, r mal a plus 4 mal t gleich 0. So, dadurch, dass R ja laut Aufgabe gleich 1 ist, könnte man eben dann auch gleich sagen A plus
plus 4t gleich 0, hat man das. Das stelle ich einmal um nach t und dann habe ich t ist gleich minus a Viertel. Das wird nachher nochmal wichtig und außerdem ist es immer wichtig, irgendwie so nach Buchstaben, die ich habe, umzustellen, sodass ich die dann auch ablesen kann. Ich könnte hier auch nach a umstellen, aber das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Okay, jetzt hat man diese beiden Gleichungen. Ich weiß, t ist gleich s und t ist gleich minus a Viertel. Jetzt habe ich noch die erste Gleichung hier. Das ist 2r plus 2s plus 2t gleich 0. Und ich weiß, t ist gleich s. Ich schreibe erstmal diese Gleichung einmal auf. 2r plus 2s plus 2t gleich 0. Jetzt könnte man sagen, okay, r ist gleich 1, könnte ich ja hier gleich einsetzen. Lasse ich aber erstmal für den Moment. Ich sage aber erstmal, t ist gleich s. Sagen wir mal also, ich ersetze dieses s hier durch ein t. Dann hätte ich ja 4t, also 2r ist gleich 4t. So, jetzt könnte ich ja probieren, hier noch so ein bisschen umzustellen. Also sage ich dann, wenn ich 2r plus 4t habe, dann könnte ich ja sagen, ich bringe die 2r auf die andere Seite, dann habe ich 4t ist gleich minus 2r. Und dann teile ich noch durch 4, dann habe ich t bzw. s ist gleich minus 0,5r. Und weil r ja laut Aufgabe gleich 1 ist, weiß ich, dass t gleich s also gleich minus 0,5 ist. So, jetzt habe ich sozusagen sofort zwei Buchstaben gefunden, t gleich s gleich minus 0,5. Das ist ziemlich gut, weil jetzt brauche ich eigentlich nichts mehr großartig machen. Ich weiß, dass r gleich 1 ist und t und s gleich minus 0,5. Ich kann also den Vektor aufstellen und ich weiß, okay, es existiert also ein Vektor, der ungleich 0 ist für r, s, t, also für diese Faktoren r, s und t, existiert ein Vektor hier, der ungleich 0 ist und somit werde ich auf jeden Fall hier irgendwie zur linearen Abhängigkeit finden. Aber eben nur, wenn ich das a jetzt korrekt wähle. Und da muss man sich jetzt überlegen, okay, wie muss das a denn gewählt sein? Naja gut, t ist ja gleich minus 0,5. Also setze ich hier für t minus 0,5 ein, gedanklich, also minus 1/2. Ja, und wie komme ich jetzt hier auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens auch zu minus 1/2? Na, indem ich a gleich 2 setze. Und somit ist also a gleich 2, damit diese Gleichung erfüllt ist. Und eben nur für a gleich 2 hat man hier lineare Abhängigkeit von diesen Vektoren. So, und ist schon das nächste Jahr. Okay, also hat man nur für a gleich 2 lineare Abhängigkeit der Vektoren und das habe ich auch gerade schon grafisch gezeigt. So. Jetzt haben wir bei b einen etwas anderen Ansatz. Hier ist auch das a so ein bisschen variabel und schwirrt in einem Vektor rum, nämlich in diesem zweiten. Hier siehst du das. Aber wir sollen jetzt hier gucken, dass wir a so wählen, dass diese drei Vektoren linear unabhängig sind für r gleich 1. So, r ist also wieder ist hier gleich 1 vorne. Das ist schon mal gut. Hier habe ich auch zwei Nullen. Das verkürzt das Ganze so ein bisschen. Und ich soll ein a finden, sodass diese drei Vektoren linear unabhängig sind. Also nehme ich mir wieder hier die ersten einfachen Gleichungen raus. Hier vorne steht eine 0, also kann ich sagen minus 2s plus 4t gleich 0. Und das stelle ich um. Dann habe ich t ist gleich 0,5s. Ich nehme mir auch die Formel darunter, das ist a mal s plus 2t gleich 0. Kann ich auch wieder ein bisschen umstellen, a, s ist gleich minus 1s. Wann ist diese Gleichung erfüllt? Halt nur für a gleich minus 1. Nur für a gleich minus 1 habe ich diese Gleichung hier erfüllt. So, jetzt hat man hier a ist gleich minus 1 und jetzt müsste man ja sagen, für a gleich minus 1 wären die beiden unteren Gleichungen wären jetzt also linear abhängig. Warum? Ich zeige es dir nochmal. Die beiden unteren Gleichungen sind ja, wenn du dir diese Nullen hier vorne wegdenkst, hast du minus 2s plus 4t gleich 0 und minus 1 ne, für a minus 1s plus 2t gleich 0. So, und wenn du dir diese beiden Gleichungen anguckst, dann siehst du ja, dass du einfach nur die zweite Gleichung mit 2 mit dem Faktor 2 multiplizieren müsstest, um auf die erste Gleichung zu kommen. Also somit sind die ersten beiden Gleichungen somit linear abhängig. So, und was ist das Fazit daraus? Naja, du musst einfach nur a anders wählen als minus 1 und schon hast du lineare Unabhängigkeit. So, das heißt, mit a ungleich minus 1 haben wir lineare Unabhängigkeit bei den Vektoren. Schon bist du fertig. Das heißt, du hast erstmal geguckt, wann ist das Ganze linear abhängig, für welches a, und dann sagst du einfach, tja, dann wählen wir doch a einfach anders und schon sind die beiden verschieden voneinander. Denn du siehst ja hier vorne, steckt das mit drin, also hat man ja hier vorne, wenn a gleich minus 1 ist, hättest du ja hier jetzt, hättest du ja dann minus 1s, ne? Das ist ja das, was hier jetzt steht, und sagen wir mal, a ist jetzt aber anders, sagen wir mal, a ist jetzt 5, dann hättest du ja hier 5s plus 2t gleich 0 und in dem Moment sind die beiden natürlich dann nicht mehr voneinander linear abhängig. Okay, dann c. Linear abhängig sind für r gleich 1, das bedeutet also, ich soll jetzt hier wieder
R ist gleich 1, so wie bei allen anderen. Und A steckt jetzt hier hinten im dritten Vektor. Und ich soll jetzt irgendwie das A so wählen, dass diese drei Vektoren voneinander linear abhängig sind. Erstmal sieht man ja diese Vektoren und denkt, oh, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, A, 1. Hier sind ja eh schon alle relativ ähnlich. Tja, aber die sind eigentlich, sage ich mal, könnte man die hier gut als lineare unabhängige Vektoren wählen. Na, also wenn ich jetzt hier mir zum Beispiel überlege, A ist gleich 0 oder so. Habe ich ja hier auf jeden Fall schon mal lineare Unabhängigkeit, auf jeden Fall. Aber es klappt eben auch so, dass man jetzt A irgendwie wählt, dass es linear abhängig wird. So, also rechnen wir doch da mal. Sagen wir mal, wir haben jetzt hier, naja, S plus T. Also wir haben hier oben S mal 1 und plus T mal 1 gleich 0. S plus T gleich 0, das heißt, das ist das Erste, was ich mir nehme, weil hier oben eine 0 steht, kann ich hier schon mal eine Gleichung aufstellen. Das heißt, S ist gleich minus T. Dann haben wir noch R plus T gleich 0. Das ergibt sich auch daraus. Und wir haben noch die mittlere Zeile, also R plus S plus TA gleich 0. R ist ja gleich 1. Das heißt, ich kann das hier verringern auf S plus TA. Und S ist gleich minus T. Das heißt, das kann ich alles umstellen und dann bekomme ich raus, A ist gleich 2. Das heißt, ich weiß, für A gleich 2 hat man lineare Abhängigkeit und somit ergibt sich jetzt hier dieser Vektor als T ist gleich minus R gleich minus 1. Das heißt, T ist auf jeden Fall schon mal minus 1, R ist 1, weil ja minus R gleich minus 1 ist, könnte ich ja auf beiden Seiten mal minus 1 rechnen, R ist gleich 1 also. Und S ist gleich minus T und wenn T gleich minus 1 ist, ist S gleich 1. Somit habe ich hier mein Vektor, aber der ist halt eben nur dann den kann ich nur dann sagen, dass dieser Vektor zur linearen Abhängigkeit von den Vektoren führt, wenn A gleich 2 gewählt wird. Das ist sozusagen das Wichtige an dieser Stelle. Nur dann hat man lineare Abhängigkeit, ansonsten nicht. Will man diese ganze Linearkombination als linear unabhängig ansehen, dann müsste man einfach A ungleich 2 wählen und schon hat man drei Vektoren, die einen Raum aufspannen und nicht so wie hier eine Ebene, also komplanar sind.